Ja, jetzt kommt die Stelle mit dem Baum dann. Ein schönes Kehrwasser. Das dreht ganz von allein. Da ist ein Kehrwasser links. Bäume! Schön.
Ja, das ist blöd, hä? Wo kann man überhaupt drum tragen? Warte, jetzt ziehst du ein bisschen vor und dann helfe ich dir. Da ist ein bisschen ein Baum. Ja, die Rappklamm gilt als längste Klamm Österreichs. Die Strecke von Arzberg hierher nach Grillbichl ist 6 Kilometer lang, Wildwasser 2. Dann folgt eine Strecke 3 bis 4 bis zum Ende der großen Rappklamm, bis Mortansch. Die ist allerdings meist von Bäumen verlegt und hat kein Wasser, da hier in Grillbichl Wasser abgeleitet wird und erst in Mortansch wieder zugeleitet. Dann folgt die kleine Rappklamm, 6 Kilometer Wildwasser 1. Bis zu einem Wehr und dann folgt die Strecke nach St. Ruprecht an der Raab, auch noch sehr lohnend, Wildwasser 2, das am Anfang 5 Gefällestufen hat. Davon ist die letzte recht steil, lang und hat unten hohe Steine drin. Und dann gibt es noch eine schöne Waldpassage bis St. Ruprecht. Alles sehr lohnend.